No questions answered, then there's no need to speak. And I'm gonna beg you for your kisses, or tell it to the missus. Just smother you with loving tonight. I'll sit around by the phone when people are at home, cause Sonny Bunny's right by my side. And I'm trying to play hide and seek till we meet. Just touch me, show me, baby, what do you need? I'm your man, wait and see. There's a humming in my heart, I got your number. Kannst du das erklären? Annette, das ist nicht so, wie du denkst. Ich bin da nur so reingerutscht. Mensch, das war eine alte Schulfreundin von mir, ehrlich. Hau ab! Und lass dich Annette, hier nie wieder blicken. Können wir nicht in aller Ruhe darüber reden, ne? Ja und? Was ist mit meinem Computer? Warte, ich komm hoch. Schau ich mal kurz vorbei, können wir mal zusammen eine Welle schauen? Hallöchen, hier ist der Kurt. Was? Jasmin nicht da? Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich müsste Sie mal dringend sprechen. Ich bin ein alter Freund von ihr, verstehst du? Hallo? Hallo? Ach, Henna. Du gibst wohl nie auf, wa? Nie vor Z. Weißt du, das ist so eine Art Autobiografie mit gesellschaftspolitischem Hintergrund. John. Danke. Die Dette soll ein Buch werden? Ja, ja. Ich weiß schon ganz genau, wie es aussieht. Nur mit dem Mittelteil, da hapert es noch ein bisschen. Aber wenn ich den habe, ist noch eine Tipparbeit. Wie lange sitzt du denn schon an den paar Seiten? Den Scheiß hast du doch schon erzählt, als hier noch Hammer und Sichel geflackt war. Hey Mann, so ein Werk muss wachsen. Wachsen muss das. Hast du eine Ahnung, wie lange Ulysses an James Joyce geschrieben hat? Hattet der lange, mit dem du neulich hier warst? Das war bloß nicht, du kennst Ulysses nicht, oder? Mann, ich kann mir doch nicht alle Namen merken. Weißt du doch selber, was hier am Wochenende los ist. Gib mir mal die Gläser darüber. So. Ich mach jetzt Feierabend. Trink aus, wird gleich hell. Ja, hast du recht, Rita. Lass uns abhauen. Also, was bin ich schuldig? Vergiss es, Kurti. Oh, danke. Nee, mein Lieber. Den Deckel zahlst du, nur mitkommen läuft nicht. Aber ich muss doch irgendwo pufen. Nicht bei mir, Kurti. Ich bin mit eurer Sorte fertig. Ich hab jetzt eine Freundin. Ja, das macht doch nichts. Abgleis 3 fährt ein, der verspätete Intercity-Express Hermann Hesse aus Hannover. Vorsicht, na, der Bahn. Anschluss verpasst. Kann man so sagen, ja.
Moin! Moin! There's something telling me I gotta say. You probably make me change my way. Morgen, Herr Reske. Oh, guten Morgen, Frau Bühler. Bitte schön. Ich habe eine Spezialaufgabe für Sie. Spezialaufgabe? Ja, ich brauche jemanden mit journalistischen Fähigkeiten, eine Recherche, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Unser Autor Richard König ist Ihnen aber doch sicherlich ein Begriff. Ja, natürlich. Ich meine nicht persönlich, aber seine Arbeiten kenne ich. Hätten Sie denn Lust, seine neueste Veröffentlichung mit vorzubereiten? Ja, sehr gerne. Schön. Dann sehen Sie mal zu, dass Sie ihn irgendwo finden. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Wie bitte? Kriegen Sie raus, wo er steckt? Ich denke, er ist in Ihrem Verlag. Natürlich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiß, wo er sich zurzeit aufhält. In 4 Monaten ist Buchmesse und wir haben von ihm noch nichts auf dem Tisch. Ja, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Oh Gott, ich habe ja in 20 Minuten Schwangerschaftsgymnastik. Lassen Sie sich von meiner Sekretärin alle Unterlagen über König geben. Wenn Sie ihn aufgestöbert haben, sagen Sie mir Bescheid. Ich verlasse mich auf Sie. Und heute Nachmittag will ich einen ersten Zwischenbericht. Ciao! Kurt! Was machst denn du hier? Mensch, Tina, du siehst so klasse aus. Hast dich überhaupt nicht verändert. Hallo. Hör bloß auf. Mal wieder irgendwo rausgeflogen? Nö, wie kommst du denn darauf? Zu mir kannst du nicht mehr. Ich bin jetzt in festen Händen. Ich habe lange noch auf dich gewartet. Nun offensichtlich ja nicht. Ach, jetzt wenigstens mal anrufen können. Das habe ich doch. Mann. Heute Nacht noch. Du warst jetzt 4 Uhr und spinnst ja wohl. Ja, ich denke eben Tag und Nacht an dich. Von wegen. Also früher hast du dich gefreut, wenn ich dran war. Nee, Kurt, bei mir geht's wirklich nicht mehr. Ach, so ein Mist, Mann. Kennst du nicht irgendjemanden, zumindest solange ich irgendwas Passendes gefunden habe? Du was Passendes? Wo soll denn das herkommen? Hast du deinen Taxi nicht mehr? Nee, total schade. Scheiße. Womit lebst du denn jetzt? Vom Gesparten. 500 Mark im Monat. Gartenpflege, Poolreinigen, kleine Ausbesserungsarbeiten am Haus. Das alles für schlappe 500 Mark? Wie stellt euch das vor? Ich habe noch 2 Kredite an der Backe. Finanziell ist da nicht mehr drin. So eine Jobs machen sonst Rentner und so, die was extra haben. Musst du wissen. Home Sitting. Ich weiß nicht. Wo steht denn die Hütte? Mallorca. Wenn du willst, kannst du heute Nachmittag schon abdüsen. Sie können mich gerne mal besuchen. Ich würde mich sehr freuen, wirklich. Ich glaube nicht, dass ich Zeit dafür finden werde. Aber vielen Dank für Ihr Angebot. Ach, das Leben schlägt auch manchmal merkwürdige Haken. Gestern wusste ich nicht, wie es weitergeht und heute fliege ich nach Mallorca und lerne Sie kennen. Wie war nochmal Ihr Name? Den habe ich Ihnen gar nicht gesagt. Aber falls es Sie interessiert, es heißt Mallorca. Nicht Mallorca. Hey, dachte genau andersrum. Fehlanzeige. Niemand weiß, wo König steckt. Sein letzter Aufenthaltsort war Lausanne. Dort ist aber bereits vor 3 Wochen abgereist. Also das ist doch mal wieder typisch. Dieser Mann treibt mich noch an den Rand des Wahnsinns. Wenn er nicht so ein begabter Hund wäre, hätte ich mich schon längst von ihm getrennt. Tja, ab einer bestimmten Auflage beginnen die Kompromisse. Sie müssen unbedingt herausfinden, ob er an einem neuen Roman schreibt, den wir bis zur Buchmesse herausbringen können. Wie soll ich das machen, ohne zu wissen, wo er ist? Das ist jetzt Ihr Problem. Ich
bin Lektorin und kein Privatdetektiv, Herr Reske. In unserem Job müssen Sie alles sein. Hier haben Sie es doch nur mit Verrückten zu tun. Glauben Sie, dass es mir auch nur einmal gelungen wäre, diesen König zu einer Lesung zu überreden? Nichts. Keine Pressekonferenzen, keine Interviews. Ich habe noch nicht mal ein Foto für einen Buchumschlag von ihm. Die Leser sollen ein Buch nach dem Inhalt beurteilen, nicht nach dem Umschlag, meint er. Ja, aber so falsch ist das doch gar nicht. Und wie soll ich den Mann vermarkten? Verkaufen sich Königsromane denn nicht von selbst? Ich bin immerhin sein Verleger, verdammt nochmal. Wie kann ich mit jemandem zusammenarbeiten, von dem ich nie weiß, wo er steckt und was er treibt? Ich habe gehört, er gibt sich gerne inkognito, um die Menschen, über die er schreibt, um Einfluss kennenzulernen. Naja, man kann doch übertreiben. Für seinen letzten Roman hat er sich monatelang als glatzköpfiger Mönch in Tibet herumgetrieben. Ich dachte, diese Vorgehensweise macht seinen Erfolg aus. Natürlich hat er Erfolg. Trotzdem will ich wissen, wo er steckt und in welche Rolle er diesmal geschlüpft ist. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben am 9. nach Palma de Mallorca in Rom am Ausgang 92 für Sie zum Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Urlaub und einen angenehmen Flug. Auf Wiedersehen, Herr Feld. Ja, schauen Sie doch mal bei mir vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ja, alles klar. Prima. Wie hieß noch gleich der Ort, wo Sie das Haus einhüten werden? Oh Gott, wie hieß er noch? Der... Vielleicht besuche ich Sie ja noch einmal. Sameva guitarra, doppia sameva guitarra, dammo sotto con bolero, dammo sotto con bolero. Ya, vives en Calamontana tú, ¿eh? En Calamontana se casa una sobrina mía, una sobrina. En Calamontana hay un puertecito que comen un pescadito de lo mejor, un pescadito que chupan los breus. Mallorca y Amazonas. Ah, Sie sprechen Deutsch. Ja, ich auch. Ups. Wissen Sie eigentlich, dass wir Kollegen sind? Ah, sie. Hat meine Mühle gerade zu Schrott gefahren. Total schade. Wenn das Sie brauchen, José Simas Würstaller. Sie, sie. Adiós, amigo. Adiós. Willkommen auf Mallorca, Liebes. Wer hätte gedacht, dass wir uns schon so bald wiedersehen? Kleine Überraschung, was? Du hast mich wieder mal unterschätzt. Wo ist der Schlüssel? Ich habe ihn nicht. Mal schon nachholen.
Tachchen. Willi? Hier sind die Mühlenbrock. Willi Wurst, kennen Sie doch. Willi. Na, was ist ein Mäuschen? Komm. Ah, Herr König. Na, das ist aber eine Überraschung, ne? Das ist mein Mann, Willi. Tach. Also, dass wir Sie mal zu sehen kriegen. Wir haben schon gedacht, der Makler hätte uns über den Tisch gezogen. Wir haben das Grundstück nur genommen, weil er gesagt hat, dass Sie unser Nachbar sind. Wir hätten noch eins neben Claudia Schiffer kriegen können. Von wegen. Naja, ein bisschen Kultur muss ja sein, wa? Hat ohne ganze Stange mehr gekostet, obwohl hier ein Funkloch ist, ne? Ich wollte ja schon hinhauen, ne? Aber Mausi hat nicht nachgelassen. Hm? Wir haben alle Ihre Bücher, Herr König. Eins sogar doppelt. Ich bin nicht König, ich heiße Herzog. Ah. Was, wieso? Typisch Poet. Ich habe gelesen, dass Sie gerne im Kognito sind. Na, das haben Sie doch bei uns gar nicht nötig. Zwischen Bad und Küche. Das Rauchen im Haus ist grundsätzlich untersagt. Telefon. Darf nicht benutzt werden. Im Ort ist eine Telefonzelle gegenüber dem Supermarkt. Und so, es geht doch. Auf. Die Gartengeräte befinden sich in der Garage rechts neben dem Haus. Wasser, den Schalter der Pumpe in der Zisterne auf On stellen. Aha. Für die Außenbeleuchtung Kippschalter 3 auf die obere Position. Abends die Schalter 5, 9 und 11 an. Dann ist der Bewegungsmelder aktiv. Moment. Ach so. Der Wohn- und Schlafbereich bleibt verschlossen und darf nicht betreten werden. Was? Black to broth? Sí, sí. ¿Queso o Schinken? Queso. Un bocadillo de queso y un cortado. Con sofort. Gracias, señor. Quieto. Hola. Was ist, König? Kein Fleisch? Kein Fleisch. Machen Sie mich nicht schwach, stimmt das? Tja, Fleisch haben wir noch nie in die Villa geliefert. Was machen wir denn jetzt, Willi? Gemüse, Mäuschen, Gemüse. Was ist er denn sonst so? Wein, Käse, Oliven. Sagen wir den Salat. Mit Salat können Sie bei einem Vegetarier nichts verkehrt machen. Also wenn Sie mich fragen, das ist ein komischer Kauz. Der sitzt den ganzen Tag im Haus und schreibt diese Romane. Das Haus hat er von seinem Onkel geerbt. Der wollte sich ja zur Ruhe setzen. Kaum war er mit Bauen fertig, ist er in die ewige Ruhe eingegangen. Herzinfarkt. Er war ein paar Mal hier, hat sich aber nie im Ort blicken lassen.
Vegetarier. Mhm. Ist er ja. Wer? Herr König! Herr König! Warten Sie doch mal! Herr König! Oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass Sie im Korb nicht so sind. Können Sie mir noch mal verzeihen? Schon geschehen. Das ist wegen der Party und Sie haben gesagt, dass Sie Vegetarier sind. Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Nicht? Nein. Fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Aber Sie kommen doch nicht, Herr König? Ja klar, ich schau mal vorbei. Aber nennen Sie mich bitte nicht immer König. Gerne. Ich bin Helen. Kurt. Kurt? Ich dachte Richard. Meine Freunde nennen mich Kurt. Ja, dann müssen wir ja morgen Brüderschaft trinken, Kurt. Komisch. Mäuschen, 5 Minuten warte ich noch, dann eröffne ich das Buffet. Wir können die Leute nicht so lange hungern lassen. Es wird nichts eröffnet, bevor der Kurt nicht da ist. Mäuschen, den Leuten knurrt der Magen. Also ich höre nur dein. Ihr wartet. Wahrscheinlich schreibt er noch. Hallo, Helen. Kurt. Hallo. Entschuldige die Verspätung, aber ich habe noch zu tun. Oh, das ist aber aufmerksam. Oh, Sie haben auch gar nichts verpasst. Wir wollten gerade das Befehl. Oh, das hört sich gut an. Ich habe einen Mörderhunger. Moment. Alle mal herhören. Senore und Senorinas, por favor. Ach, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist jemand eingetroffen. Den brauche ich Ihnen gar nicht mehr vorstellen. Ich bin sicher, den kennen Sie alle. Nein, bitte nicht. Ich sage ja nichts. Ich sage nur, mein guter Freund und lieber Nachbar ist gekommen. Das Buffet ist auch eröffnet. Schreiben Sie eigentlich tags oder nachts? Wie lange bleiben Sie auf Mallorca? Sie müssen uns unbedingt besuchen. Wann wird Ihr Roman Der Eremit verfilmt? Ich fand es so schade, dass Sie in Ihrem Roman Der Engelkrieg den Matrosen am Schluss haben sterben lassen. Er hätte doch am Ende nach Amerika auswandern können. Entschuldigen Sie, meine Damen, entschuldigen Sie bitte. Ich muss Ihnen jetzt den Künstler entführen. Oh, das ist aber schade. Ich danke Ihnen. Ich habe doch gemerkt, dass Sie Hilfe brauchen, weiß oder rot. Gibt es nicht auch ein Bier? Aber natürlich. Und zwar eins aus der Heimat. Ah, das doch unser Pfefferwort. Das ist ja wunderbar. Ich dachte schon, hier gibt es keins. Oh, die gefällt mir. Gut, die gefällt mir auch. Ehrlich, wirklich.
Du bist so ganz anders, wie die Leute sagen. Wie sagen sie denn? Prost, bin übrigens der Willi. Ich bin der Kurt. Prost, Kurt. Prost, Willi. Heute lassen wir mal eine Ziege futzen, was? Geht doch nichts über so ein frisch gezapftes Helles. Ne? Den Wein hier, da können sie mich jagen. Und überhaupt, wenn das Wetter in der Heimat besser wäre, da können sie sich dieses Mallorca in die Haare schmieren. Ist das nicht Mallorca? Was, ehrlich? Ich dachte mal, das ist ein Witz. Ich möchte diese seltene Gelegenheit dazu benutzen, mich bei Ihnen für Ihre generösen Spenden der letzten Jahre zu bedanken. Oh ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir seit Monaten nicht mehr zur Messe laufen? Nein. Der Dachstuhl ist kaputt und eine Glocke haben wir auch nicht mehr. Das haut ordentlich auf den Klingelbeutel, oder? Besonders, wenn nichts drin ist. Könnten wir in dieser Angelegenheit mit einer kleinen Spende von Ihnen rechnen? Ja, klar, aber ich habe im Moment überhaupt nichts dabei. Ich hau Ihnen bei Gelegenheit was in die Kollekte, okay? Du bist ein guter Mensch, mein Sohn. Die hast du verdient. Lassen Sie sich bloß nicht von dem Pater auf das Kreuz legen, Kurt. Kommen Sie, wird getankt. Was? Irgendwas stimmt da nicht. Ach was? Mäuschen ist immer so. Wo der verdammte Schlüssel ist, will ich wissen. Ich habe ihn nicht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und wer hat ihn? Du! Wie du willst. Du verlässt das Grundstück nicht, bevor ich ihn habe. Das fass ich im Besen. Mallorca. Da ich nicht gleich drauf gekommen bin. Er hat ein Haus in Calamontana. Gut gemacht, Frau Bühner. Wenn ich zurück bin, müssen wir uns mal in aller Ruhe über Ihre Zukunft in unserem Hause unterhalten. Herr Reske, bitte melden Sie sich umgehend am Informationsschalter in Halle A. Was ist das denn? Herr Reske, bitte. Die Klinik hat gerade angerufen. Ihre Frau zu ihm entbunden. Was? Es ist ein Mädchen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Reske. Aber das ist doch gar nicht möglich. Das sollte doch erst in 14 Tagen. Wo ist sie? Haben Sie die Nummer? Moment, ich schau mal. Hier, Sie fliegen für mich. Was? Keine Diskussion. Ich will wissen, ob König an einem neuen Roman schreibt und sagen Sie ihm, dass ich seine Extratouren satt habe. Nein, das geht ja gar nicht. Lernen Sie ihn kennen. Bitte? Sie sind neu im Verlag, er kennt Sie gar nicht. Geben Sie sich als Krankenschwester aus. Hä? Ja, oder meinetwegen als Kinderärztin. Umgarnen Sie ihn, das können Sie doch sicher. Wie? Ja, wie, das müssen Sie auch selber am besten wissen, oder haben Sie noch nie einen Mann verführt? Also beruflich nicht. Dann eben jetzt. Ja, aber ich habe doch gar nichts dabei. Wovon soll ich denn das alles bezahlen? Sie haben doch eine Kreditkarte. Schon, aber... Wir rechnen später ab. Sie kriegen eine Erfolgsprämie, wenn es klappt. Nein, Sie sind gefeuert, wenn Sie es vermasseln.
Yes. Puedo ayudarle? Was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Was suchen Sie denn? Ein Buch. Von König. Richard König. Welches denn? Das ist mir egal. Welches haben Sie denn da? Sie wollen mich auf die Probe stellen, habe ich recht? Ich? Nö. Wieso? Wir haben natürlich alle Ihre Werke vorrätig, Herr König. Gerade ist eine Wendung gekommen. In beiden Sprachen. Die gehen weg wie warme Semmeln, jetzt wo bekannt ist, dass sie wieder auf der Insel sind. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Ja, tatsächlich? Also, dass ich das erlebe. Sie hier in meinem kleinen Laden. Sie müssen mir unbedingt ein paar Ihrer Bücher signieren, ja? Ich habe sie alle verschlungen. Das ist das Falsche. Besonders schweigende Blätter. Wie einfühlsam Sie beschreiben, wie der kleine Indianerjunge seine kranke Mutter nach dem Steppenbrand pflegt. Ich habe die ganze Nacht weinen müssen. Gibt es dieses Salomeli-Ritual wirklich? Entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe es auf dem Herd stehen lassen. Scheiß Japaner. Was ist ein Mäuschen? Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Mäuschen! Er schreit. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mich ist ein Zimmer bestellt auf den Namen Bühner. Das heißt Reske. Moment, Señor Reske. Ich schaue sofort nach. Was ist denn nun noch? Hey, krieg nicht mehr Geld? Was soll das denn schon wieder? Wir hatten doch was abgemacht, du kleiner Stinker. Du holst das Buch, ich zahle das alles. Wie heißt er noch? Das ist doch nicht so schwer zu merken. König, also wie Kaiser, König, Bettelmann. Okay, aber erst setz mein Eis auf. Nix da, ich trau dir nicht. Los, pfeif ab, bitte. Kaiser. Beckenbauer. Nee, Bettelmann. Bettelmann? Kaiser, König, Bettelmann. Ach, das Märchen. Mein Eis schmilzt. Den Titel kenne ich gar nicht. Ist das für dich? Nee, für den da. Yes, 418. Hola, señor autor. Hola, belleza. Chica guapa, ¿eh? Chica guapa. Thank you.
Traumhaft hast du es hier. Naja, es geht so. Es ist angerichtet, wenn ich bitten darf. Danke. Ich dachte, es gibt Tintenfisch. Oh, der hat mir irgendwie so leid getan, da habe ich ihn wieder zurück ins Meer geworfen. Spaghetti, es gibt nichts Besseres. Danke. Ich kann es noch gar nicht glauben. Da sitze ich im Café, lese deinen Roman und plötzlich sehe ich den Autor leibhaftig vor mir. Ja, das Leben schlägt manchmal merkwürdige Haken. Man schüttet mir auch nicht jeden Tag einen heißen Cappuccino auf den Rücken. Das tut mir leid. Kalte Cola wäre mir lieber gewesen. Soll ich dir was gestehen? Alles. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich meine deiner Werke. Oh, das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe alles von dir gelesen. Mhm. Tatsächlich? Dann hast du mir einiges voraus. Stopp. Schreibst du nun an einem neuen Roman oder nicht? Ja, klar, sicher. Wieso? Weißt du, was mein größter Wunsch wäre? Na? Oh, einmal einen Blick reinzuwerfen. Wie meinst du das jetzt? Naja, diese Vorstellung, die Erste zu sein, die deine Gedanken auf dem Papier sieht. Ach so, ich dachte... Nee, du, das ist leider nicht... Nicht möglich. Hast du kein Vertrauen zu mir? Doch, aber... Aha. Ich kann dir nichts zeigen, weil ich... Du darfst dir auch was wünschen. Echt? Gar nicht, wie vielseitig du bist. Du weißt von mir noch eine ganze Menge nicht. Ist es das? Ja, der Anfang. Worum geht es denn? Ja, musst du mal lesen. Ich hatte doch einen Wunsch frei. Ah ja. Interessant, sehr interessant. Noch ein Glas Wein? Danke. Ich glaube, ich muss auch los. Was? Ist ja schon spät. Wieso denn? Ich muss morgen früh nach Palma. Mensch, ich dachte, ich habe doch noch einen Wunsch frei. Noch einen? Danke für das Abendessen. Wann sehen wir uns wieder? Wie es aussieht, fliege ich bereits morgen zurück. Tschüss. Schon. Es liest sich wie das Tagebuch eines Taxifahrers aus Berlin. Er beschreibt seine Fahrgäste, Fahrtrouten, Pausen, Trinkgelder. Dann passiert ein Unfall und es hört auf. Und wie viele Seiten? Etwa ein Dutzend. Präzise. 14. Und? Wird er bis zur Buchmesse damit fertig? Herr Reske, das ist kein Buch. Das ist nichts. Völlig indiskutabel. Mit seinen früheren Arbeiten überhaupt nicht vergleichbar. Da muss irgendetwas passiert sein. Vielleicht eine Art Bewusstseinsspaltung oder so. Nichts an dem Mann ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe den Eindruck, dass... Ihr persönlicher Eindruck interessiert mich keinen feuchten Kehricht.
Wenn König Ihnen bereits was zu lesen gegeben hat, dann sehen Sie gefälligst zu, dass er auch weiterschreibt. Was ist mir doch völlig wurscht, motivieren Sie ihn, schmeißen Sie an ihn ran. Hauptsache, er wird bis Ende des Monats fertig. Wir haben bereits 40.000 Vorbestellungen. Herr Riske, Sie haben mich nicht verstanden. Das ist und wird kein Buch. Es sei denn, Frau Bühner, Sie sind an Ihrem Job nicht mehr interessiert und möchten sich verändern. Arschloch. Eva. Buenos dias, Señor. Buenos dias, Señorita. Ich habe einen Spaziergang gemacht und dachte, ich schaue mal kurz vorbei. Ja, das ist eine tolle Idee, aber warum nur kurz? Wann geht das Flugzeug? Ich bleibe noch etwas. Mein Chef kann auf mich verzichten. Er hat doch keine Ahnung. Wie wär's mit dem Trink auf die tolle Nachricht? Nein, nein, ich wollte nicht stören. Du musst doch noch an deinem neuen Buch arbeiten. Ach, das hat Zeit. Wie, erscheint es denn nicht dieses Jahr? Oh, dieses oder nächstes. So. Niemand hetzt mich. Aha. Ich hatte das Gefühl, dass dir der Anfang nicht besonders gefallen hat. Was, ehrlich? Gott, das tut mir leid. Dabei habe ich die ganze Nacht kein Auge zugetan vor lauter Gedanken. Das übertreibst aber ein bisschen, ne? Ich spüre. Ja. Wie soll ich es sagen? Es unterscheidet sich sehr von deinen anderen Romanen. Gib's dazu, es gefällt ja nicht. Es ist ja nichts Schlimmes. Nein, nein, nein. Das kann ich so nicht sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich bin nicht hergekommen, um zu schreiben. Eigentlich wollte ich mich mehr ums Haus und um den Garten kümmern. Willst du dir dafür nicht jemanden einstellen? Naja, ich dachte, es ist besser, wenn ich es selber mache. Gehst du nicht rein? Nie. Nie, wenn es so gemütlich ist. Du musst weiterschreiben. Deine Fans werden enttäuscht sein, wenn dieses Jahr nichts Neues von dir erscheint. Du auch? Klar, ich auch. Überredet. Ehrlich? Ehrlich. Ich hole uns noch was von den Drinks. Was meinst du? Weißt du was? Du inspirierst mich. Toccas a me va guitarra, toccas a me va guitarra. Vives en Calamontana. Mi sobrina se casó, tuvo una boda perfecta. Es un pueblo muy bonito con un puerto y un pescadito fresco si quieres comer. Ahora es el tiempo más bueno del año. Mallorca y Massana. Kennt Casa Campau in Calamontana. Sí, Casa Campau, sí, sí. Su señor autor, bonencier. Guter amigo von mir. Ah ja? Ist überall bekannt wie St. Main in Alemania. Bunte Hunde. So? Sí, sí. Señora ist auch gekommen aus Alemania. Oh, amor. Grande amor. Wissen Sie was? Fahren Sie mich ins Hotel Calafiguera. Hotel Calafiguera? Sí. Sí, sí. Hotel Calafiguera. Sí. Einen schönen Aufenthalt, Señor Kaiser. Ihr Gepäck wird nach oben gebracht. Gracias. Señora, Ihr Mann hat mir mal versucht, Sie zu erreichen. Mein Mann? Sí, Señor Reske. Die Luft um uns war drückend. Die Luft um uns war drückend und feucht. Nee, feucht ist Quatsch. Die Luft um uns war beklemmend. Ja.
um... Ne? Ungelüftet. Die Luft war... Meine Fresse, wer war sie denn, diese Scheißluft? Wie kommen Sie hier rein? Das Tor stand offen. Was wollen Sie? Sind Sie der Besitzer? Warum? Ich habe das Schild am Tor gesehen. Hier geht's runter zu deinem Zimmer. Ihrem Zimmer. Das Bett ist schon bezogen. Ja, danke. Ich heiße übrigens Peter. Ich bin der Kurt, Robert, Richard. Mehr als 250 Mark im Monat ist nicht drin. Das machen sonst nur Rentner. Aber dafür hast du ein Dach über dem Kopf und kannst ein paar Wochen länger in der Sonne schmoren. Ja, danke. Ach, da wären noch ein paar Ausbesserungsarbeiten am Haus durchzuführen. Kannst du sowas? Mal schauen. Und falls du telefonieren willst, unten im Ort ist eine Telefonzelle. Frisch ans Werk. Danke. Die Luft war... Kacke. Kacke. Luft war kacke. Hallo. Oh. Hallo. Morgen. Hallo, Eva. Hallo. Das ist übrigens Peter, der hat keinen Bock auf das Wetter in Deutschland. Aha. Ja und? Bist du weitergekommen? Naja. Oh, das hört sich ja nicht so doll an. Du hast mir gefehlt, keine Inspiration. Nee, komm, ich lenk dich doch nur ab. Nee, ist wirklich wahr. Wenn du bei mir bist, fällt mir viel mehr ein. Tatsächlich? Ja, wirklich. Echt. Willst du einen Kaffee? Nee, ich wollte dir eigentlich nur ein bisschen Obst vorbeibringen. Nerven auf. Ciao. Halt. Wann sehen wir uns denn wieder? Bald. Die Luft war... Mann, ist das schwül. Was? Ganz schön schwül heute. Ja, das stimmt. Gibt sicher ein Gewitter, wenn es so schwül bleibt. Die Luft um uns war schwül. Das ist es. Nacht, Richard. Nacht, Nacht. Habe ich dich geweckt? Nee, nee, nee.
Das ist ein edles Tröpfchen, was du da trinkst. Ja, das ist nicht übel. Bier ist leider alle. Willst du ein Glas? Da sage ich nicht nein. Ich habe ja nicht so eine Ahnung wie du als erfahrener Schreiber, aber wäre es nicht spannender, wenn man auf diese ganze Einleitung verzichtet, gleich auf den Punkt kommt und es am Schluss dann eine überraschende Wendung gibt? Ja, das ist schon richtig, aber ich wollte den größeren Bogen schlagen, ne? Oh, liegen lassen, tritt sich fest. Ein teures Glas. Sind noch ein paar von da. Sag mal, wie war das jetzt? Du meinst, die Geschichte müsste ganz anders anfangen? Ich meine, wir sollten jetzt erstmal schlafen gehen. Schon spät. Wir können ja morgen nochmal drüber reden, wenn du willst. Kann ich das mal mitnehmen, wir ein paar Gedanken dazu machen? Ja, mach das. Schlaf schön, Richard. Ich weiß sowieso nicht, wie das alles weitergehen soll. Ich frage euch, mit dem Mann stimmt was nicht. Das ist nicht Senior Autor. Hör auf damit, Caro. Du bist doch nur sauer, weil er bei dir nicht mehr bestellt. Wir müssen die Polizei einschalten. Und? Was willst du denen erzählen? Kommt eine Frage? Wen hören Sie, Jude? Ich muss los, wir spielen heute gegen Calafiguera. Gut, Holz. Der Padre hat recht, wir blamieren uns bis auf die Knochen. Ich will dir mal sagen, wann wir uns blamieren. Wenn rauskommt, dass wir diesem Schwindler auf den Leim gegangen sind. Und das wird gar nicht so lange dauern, wenn du mich fragst. Mich fragt aber keiner. Und? Ja, sehr gut. Ein sehr guter Anfang. Naja, ich dachte, es ist spannender, wenn ich auf die Einladung verzichte, gleich zum Punkt komme und dann am Schluss diese überraschende Wendung gebe. Ja, das hat sich ja auch in Götterdämmerung schon bewährt. Ja, ja. Ist was? Weißt du, dass ich dich mir ganz anders vorgestellt habe? Enttäuscht? Ein bisschen. Wovon denn? Sag ich nicht. Oh komm, das ist unfair und macht Komplexe. Und damit hast du ja wohl keine Schwierigkeiten. Hast du eine Ahnung? Hinter dieser weichen Schale steckt ein rauer Kern. Signora Reske, Telefon. Ihr Mann. Ich stelle durch. Ja? Wieso geben Sie sich eigentlich da unten als meine Frau aus? Ich gebe mich nicht aus, ich werde dafür gehalten. Wir kapieren das hier einfach nicht. Das Zimmer war doch auf Ihren Namen bestellt. Beabsichtigen Sie jetzt eigentlich da unten Ihren Jahresurlaub zu nehmen, oder was? Bitte? Warum melden Sie sich nicht? Wie weit ist der? 11 Seiten. 11 Seiten? Das nennen Sie ein Auto motivieren? Nein, er hat noch mal ganz von vorne begonnen. Ja, völlig neu angefangen und wieder zu seinem alten Stil zurückgefunden. Na bitte, dann brauchen Sie ja nur noch dafür zu sorgen, dass er den Roman bis Ende des Monats fertig schreibt. Schwierig? Was ist denn? Die Geschichte lässt mich nicht los. So? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wahrscheinlich zu simpel, aber vielleicht kannst du ja mit dem einen oder anderen was anfangen. Ich muss mir mal an. Gute Nacht. Na. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gefällt es dir nicht? Es ist grauenhaft. Wie bitte? Was passiert denn im nächsten Kapitel? Was wird denn aus den beiden? Woher soll ich das wissen? Du musst sofort nach Hause. Ich wieso? Weiterschreiben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, aber heute nicht. Ich brauche Inspiration. Inspiriere mich. Ich? Wie denn? Dann lass dir was anfangen. Wollen wir nach Palma? Palma ist auch gut. Okay, wollen wir nach Palma. Oh Mist, ich habe überhaupt kein Geld dabei. Aber ich?
ein schöner Tag. Das finde ich auch. Vielen Dank für alles. Aber für was denn? Du hast alles gezahlt. War mir ein Vergnügen. Und jetzt noch auf einen kleinen Absacker zu mir, oder? Ich weiß nicht. Ach, du willst doch wissen, wie die Geschichte weitergeht, oder? Gracias, Senor. Gracias. Ja, sehr. Ja, schon. Aber... Kurt, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin keine Pharmavertreterin. Ach so, ich dachte schon was Schlimmes. Was bist du denn? Ich arbeite in einem Verlag, als Lektorin. Was? Naja, man hat mich nach Mallorca geschickt, um herauszubekommen, wie weit du mit deinem neuen Buch gekommen bist. Aha. Das ist ja ein Ding. Ich wollte es dir eigentlich schon vorher sagen. Es tut mir wirklich leid, Richard, es war nicht meine Idee. Reske wollte herkommen und der war schon am Flughafen und dann also, ist dann es aber... Also hast du mir die ganze Zeit was vorgespielt? Nein. Ja, ein bisschen. Naja, die Dinge sind plötzlich durcheinander geraten. Zugegeben, anfangs war ich vielleicht etwas mehr... Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich... Okay, dann will ich dir auch was gestehen. Ich bin auch nicht der, für den du mich hältst. Wie meinst du das? Ich bin nicht Richard König. Ich weiß, du bist Kurt Herzog, der Taxifahrer aus Berlin. Was, das weißt du? Reske hat mir doch schon erzählt, dass du dich immer mit deinen Romanfiguren identifizierst und in deren Rollen schlüpfst. Naja, und ich fand das etwas merkwürdig, aber ich finde, du spielst die Rolle sehr konsequent durch. Das ist leichter, als du denkst. Du bist schon ein verrückter Vogel, Richard. Kurt. Kurt. Verzeihst du mir? Ist schon geschehen. Zu besonderen Anlässen immer einen. Mein Gott, wer hat die denn alle getrunken? Und du glaubst wirklich, das Buch wird ein Erfolg? Ganz sicher. Spricht jetzt die Lektorin oder Eva? Lektorin und Eva hat ein Gefühl. Ja, dann haben wir drei doch einen Grund zu feiern. Chef. Tschüss. Tschüss. Gut geschlafen? Ja, alles gut. Ist ein schöner Morgen, Mantel. Ja. Indisch. Ja, tatsächlich, ja. Ist ganz schön. Hast du ja gestern noch lange gemacht? Ja. Lass mal sehen. Schau mal rein. Schon gefrühstückt? Ist gar nicht übel. Ein bisschen ungeschliffen zwar, aber vom Ansatz her... Danke, und das aus deinem Mund. Woher kannst du denn sowas? Kann ich meinen Honig haben? Das Leben ist voller Geschichten. Es gibt die verrücktesten Sachen. Das sage ich dir. Was hältst du davon, wenn im nächsten Kapitel herauskommt, dass die Rechtsanwältin den Taxifahrer belogen hat und gar keine Anwältin ist? Wie findet er es raus? Sie gesteht es ihm bei einer romantischen Kutschenfahrt. Kutschfahrt? Ist ein bisschen kitschig. Aber warum nicht? Hab mir schon gedacht, dass du die beiden Hauptfiguren enger zusammenführen willst. Exakt. Und dann die große Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Adios. Adios, Signora. Buenos dias. Buenos dias, Signora.
Ich suche das aus, Galfau. Ach, Sie wollen zu Senor Otto? Nein, ich suche einen Kurt Herzog, der das Haus einhütet. Wen bitte? Den Homesitter. Den Homesitter? Hola, Pedro. Hola, Senor Otto. Senora Eva hat angerufen. Sie musste nach Palma. Kommt etwas später. Ah ja, gracias, Pedro. Un cocardo y un bocadillo de queso, por favor. Feuer, Senora Tor. Señorina, was machen Sie denn hier? Darf ich? Sie haben den Leuten hier ja einen ganz schönen Bären aufgebunden. Meinen Sie das? Haben Sie mir nicht im Flughafen noch erzählt, dass Sie ein Haus einhüten? Und jetzt geben Sie sich als der Besitzer aus? Dass man das nicht auch dafür lang. Cortado, señor autor. Danke. Pan con sofort. Und Sie, señora? No, gracias. Der señor autor und ich haben noch was vor. Im Grunde sind die Nachbarn an allem schuld. Die haben in mir partout den Schriftsteller gesehen. Ich habe natürlich versucht, ihnen zu erklären, dass ich das nicht bin. Wo sind Sie denn? Geben Sie ihn mir. Was ist denn das für ein Schlüssel? Er hat mich geschlagen. Er schreckt vor nichts zurück. Er hat mein gesamtes Vermögen durchgebracht. Ich stehe völlig mittellos da. Und dann haben Sie ihm einfach den Safe-Schlüssel geklaut. Das Geld in dem Schließfach ist meine einzige Rettung. Was ist das für ein Geld? Mein Mann hat es mit illegalen Grundstücksspekulationen vor ein paar Jahren auf Mallorca verdient. Schwarzgeld. Seit ich weg bin, lassen die beiden den Eingang der Bank nicht mehr aus den Augen. Ja, aber Hauptsache, Sie halten Ihr Versprechen, dass Sie sich nie wieder in Calamontana blicken lassen. Versprochen. Danke. Halt! Was denn noch? Das Codewort. Tarantella. Hallo, darf ich? Was denn? Um Karen brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, was er Ihnen alles erzählt hat, aber es handelt sich hier zweifelsfrei um mein Eigentum. Also darf ich bitten? Nee. Mensch, machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Por favor, señor, mueva su coche. Está prohibido aparcar aquí. Un momento, señor. Me muy enseguida. Ahora mismo. Me muy enseguida. Ahora mismo, por favor. Rapido. Yes, yes, no problem. Fahren Sie da vorne rechts. Nee, links, links. Ist mir
Hey! Willi? Nicht. Ich guck nur so, Mäuschen. Ist er wieder zurück? Nee. Was guckst du denn dann? Nur so, Mäuschen. Na, war's schön. Entschuldige, Eva, aber ich musste... Ja, komm, ich will das erst gar nicht hören. Wer ist sie denn? Es ist eine etwas komplizierte Geschichte. Es war doch ein schöner Abend gestern. Ich dachte, dir hätte das auch was bedeutet, aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Hey, was redest du denn da? Natürlich, das war das Größte, was ich je erlebt habe. Das war der Hit. Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Du spinnst wohl. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich ärgere mich nur, dass ich so blöd war, mich auf dich einzulassen. Du, es ist nicht so, wie du denkst. Das schwöre ich. Sondern? Danke für die ausführliche Erklärung. Was ist denn das? Ich habe weitergelesen. Es war wirklich spannend. Wo hast du das? Es lag hier. Hätte ich es nicht lesen sollen. Nein. Entschuldige, du hattest doch sonst nichts dagegen. Ich will das nicht, verstehst du? Ich will nicht, dass du hier herumschnüffelst. Moment mal, was ist denn jetzt los? Außerdem habe ich es satt, mich dauernd von dir unter Druck setzen zu lassen. Du bist wohl nur mit mir deswegen in die Kiste gestiegen, weil du wolltest, dass das Buch zu dieser Scheißmesse rechtzeitig fertig wird. Hm? Du weißt, dass das nicht wahr ist. Erzähl doch keinen Stuss. Deswegen hast du dich doch erst als diese Pillentante ausgegeben. Richard! Und nenn mich nicht immer Richard, verdammt nochmal! Was machst du denn hier? Hast du nichts zu tun? Und lass gefälligst nicht über deine Sachen rumliegen. Mit dem Geld stimmt was nicht. Was soll damit nicht stimmen? Ist es. Siehst du? Der Mann ist ein Hochstapler. Warum sollte uns ein fremder Mensch so viel Geld schenken? Weil... Sag mal, seid ihr so blöde, ihr Idioten? Der Autor war bisher immer großzügig. Auf der Gartenparty hat er mir eine kleine Spende versprochen für die neue Glocke. Ja, von 100 Millionen Peseten. Ja, warum nicht? Er ist reich und mag uns. Die Leute lieben ihn. Er kann hier in Ruhe arbeiten. Das stinkt zum Himmel. Lass du den Himmel aus dem Spiel. Das Einzige, was hier stinkt, ist der Fisch, den du den Leuten für teures Geld verkaufst. So. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe zur Polizei. Das wirst du nicht, Caro. Wie willst du denn das verhindern? Der Herr wird mir beistehen. Esto me gusta. In nomine patri. Nein, Herr Reske, mein Entschluss steht fest. Ja, ich gehe auch nicht mehr zu König. Was? Wieso bin ich dafür verantwortlich, wenn der Roman nicht rechtzeitig fertig wird? Wie bitte? Was? Können Sie nicht ein bisschen lauter sprechen? Nein, ich kann nicht lauter sprechen. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen ihn umgarnen und nicht eine Affäre mit ihm anfangen. Muss ich denn alles alleine machen?
Jetzt bringen Sie die Sache gefälligst wieder in Ordnung. Herr Reske, mein Rückflug ist bereits gebucht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie bleiben da, bis ich komme. Verdammt nochmal! Wunderbar. Jetzt haben Sie es geschafft. Eine Senora Bühne hat hier nie gewonnen. Entschuldigung, aber das ist nicht möglich. Ich habe Sie hier ja schon abgeholt. Ach, Sie meinen Senora Reske. Die ist auf Ihrem Zimmer. Sie telefoniert gerade mit Ihrem Mann. Sie ist verheiratet? Sie, sie, Senora Reske, sie ruft jeden Tag an. Haben ein kleines Baby. Er kommt in 4 Tagen auch her. Warum willst du weglaufen? Du spielst deine Rolle sehr gut. Weil es nicht mehr weitergeht. Wenn der Verleger kommt, fliegt sowieso alles auf. Muss nicht sein. Hm. Sicher auf. Dann kommt womöglich noch der echte König. Nee, vergiss es, Peter. Ich mach die Wege. Und schmeiß doch nicht alles gleich hin. Die Lektorin war doch ganz begeistert von dem, was du geschrieben hast. Ach, die? Hast dich verliebt, hä? Ich hasse sie. Es kommt auf dasselbe raus. Du schreibst nicht schlecht, Kurt. Alles ein bisschen umgeschliffen. Aber vom Ansatz her. Das habe ich doch schon irgendwo mal gehört. Wann hast du gesagt, kommt dieser Verleger? In 4 Tagen. Schreib den Roman bis dahin zu Ende. Wie soll das gehen? Zusammen können wir es schaffen. Man hat mich hier nur dafür gehalten, weil... Was soll das überhaupt? Muss ich dir jetzt meinen Pass zeigen? Nein. Was, das bist du deswegen hergekommen? Ich fände es toll, wenn du es als Erste lesen würdest. Ich? Wozu? Mich interessiert deine Meinung. Ach, plötzlich. Zu spät. Ich bin für deine Arbeit nicht mehr zuständig. Möchtest du nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht? Du hast mich sehr verletzt, Richard. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich dachte, aus uns könnte was werden. Was denn? Die Erklärung reicht mir diesmal nicht. Eva, ich habe dich nie belogen. Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen... Ayesta! Ayesta! Arrestolo! Signor König, zum Passaporte, por favor. Signor König, den Pass bitte. Was soll das denn? Sie werden gleich was erleben, Signora. Er heißt nämlich gar nicht Signor König, sondern... Kurt Herzog. Und das ist ein Taxifahrer aus Berlin. Ach, nee. No me ha dicho usted que se hacía pasar por el señor König? Exacto. Pero aquí, él dice que se llama Kurt Herzog. Er hat sich aber die ganze Zeit als der Autor ausgegeben. Das ist nicht wahr. Man hat mich dafür gehalten, also hat man mich so genannt. Sie geben also zu, nicht König zu sein? Ja. Ach, also... Arrestalo! Por qué? Entschuldigen Sie, dieser Señor.
schönen Abend noch. Wir sprechen uns noch, Caro. Zeig mal. Er ist ein Hochstapler. Senioram, ich habe Beweise. Ein Heiratsschwindler. Du bist nicht Richard König. Sie, Senora. Wer hat denn dann das Buch geschrieben? Hier. Der da. Wie? Der Gärtner? Buenos días, Señor Kaiser. Was? Achso, ja. Ich bin mit Frau Bühner verabredet. Bühner? Ach, Sie meinen Frau Reske? Reske. Danke, ist schon gut. Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Ich glaube, dass wir uns mal dringend sprechen müssen, Herr König. Also, das haben Sie ausgezeichnet gemacht, Frau Bühner. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Von jetzt ab werden Sie König exklusiv betreuen. Und Herzog? Ja, den von mir aus auch. Ich muss mich ja mehr um meine Familie kümmern. Sie haben ja Steffi noch gar nicht gesehen. Schauen Sie mal, sie kriegt schon Haare. Der Roman ist der absolute Knüller. Das wird ein Bestseller, garantiert. Ich habe ihn regelrecht verschlungen. Wie viele Seiten? 250. Ach, dann blasen wir es auf 400 auf und starten mit einer 60.000er Auflage in Hardcover-Version. Im Sommer die zweite Auflage und die Übersetzung und zum Weihnachtsgeschäft schieben wir das Ganze in Paperback nach. Nein, Herr Reske, Sie haben es immer noch nicht verstanden. König ist nicht König, sondern Kurt. Ich meine Herzog. Und König hat sich als Kaiser ausgegeben. Kaiser? Als er sich als Gärtner anstellen ließ. Der Gärtner als Kaiser? König hat bei Herzog als Gärtner gearbeitet. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Kaiser, König, Herzog, Gärtner. Und wer ist dieser Kurt? Scheiße, da kommen Sie schon. Sei nicht so nervös. Was haben wir schon zu verlieren? Ja, du nichts, aber versetz dich mal in meine Lage. Das fehlte mir, ne? Entspann dich. Reske wäre schön blöd, wenn er das Buch nicht nehmen würde. Oh, was für eine Aussicht. Tja, so lässt sich leben. Ah, Richard König. Was für eine Freude, dass wir uns endlich einmal sehen. Ja, guten Tag, aber hat Ihnen Frau Bühner nicht gesagt... Natürlich hat sie das. Sie redet den ganzen Tag ja von nichts anderem. Ah, das verstehe ich nicht. Ja, das muss jetzt endlich gefeiert werden. Wie wär's mit Champagner? Rotwein ist uns leider ausgegangen. Champagner. Champagner ist jetzt genau das Richtige. Hast du ihm denn nichts gesagt? Doch. Ja, aber warum hält er mich dann immer noch für diesen König? Mach dir mal keine Gedanken. Es ist alles in Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung. Herr Reske? Ja? Ich muss mal was klarstellen. Was denn? Ich bin nicht König. Was? Ich bin Herzog. Dann fehlt uns hier jetzt nur noch der Kaiser. Und wo bleibt Kurt mit dem Champagner? Damit habe ich nichts zu tun. Senior Autor, wir haben beschlossen, Sie zum Ehrenbürger von Calamontana zu erklären. Ernennen. Auch küssen. Kissen. Die Glocken von Calamontana werden jeden Sonntag läuten. Tolle Partie. Du bist dran. Senior Autor, ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg in Ihrem Tun. Den Korb. Ich muss mich mal bei Ihnen entschuldigen, dass ich Sie bei der Polizei... Naja, Sie hatten ja recht. Sie hatten ja recht, ne? Das ist Sie. Wir beide wissen Bescheid. Aber keiner glaubt uns. Ja, komm, das reicht jetzt. Was ist denn, du Mäuschen? Verkaufen oder verkaufen wir nicht? Natürlich nicht, Bärchen. Jetzt ist doch hier endlich mal richtig was los. Ja, Mäuschen. Und Bärchen. Siehst du, genau das ist der Trubel, den ich bei der Arbeit nicht brauchen kann. Der Herzog versteht es viel besser, damit umzugehen als ich. Sag mal, was hast du eigentlich mit ihm vor, Richard? Das hat dir doch die Bühner gesagt. Jetzt hast du doch endlich einen für deine Autogrammstunden, Interviews, Buchumschläge. Und wann wirst du ihm sagen, wer du bist? Ich könnte mir vorstellen, dass er das längst weiß. Es tut mir leid, aber ich verstehe überhaupt nichts. Musst du auch nicht. Peter ist König? Es ist alles gut so, wie es ist. Und warum hält Reske mich dann immer noch für König? Herzog, König, was spielt denn das für eine Rolle?
Also dann erklär mir wenigstens, warum... Ich liebe deine Erklärungen. Der Schluss der Geschichte gefällt mir sehr. Aber kannst du mir sagen, wo in der Story der Russe mit seiner Frau abgeblieben ist? Der kommt plötzlich nicht mehr vor. Mist. Die haben wir ja alle vollkommen vergessen. Zum letzten Mal. Wie heißt der Kerl, der mein Geld hat? Kann ich mich mal. Mal sehen, Vater. True.